The ancients' influence was incredible. From all walks of life to all parts of the world, their tendrils crept and wrought their insidious damage. Their prisons decayed constantly as their guardians' work continued. I discovered mention of a breakthrough in satellite radar imaging that revealed the presence of a hitherto unknown temple mound in the Angkor Thom region of Cambodia. An archaeologist of some repute, Dr. Edwin Lindsay, took it upon himself to investigate the area, to reveal the secrets of history. Unfortunately, the local government at the time thought differently, requiring that Lindsay find other means into the country and to finance the expedition. He found these in Paul Augustine, a collector of rare items who professed an interest in the discovery and agreed to help. After a dysentery-riddled two-week venture, Lindsay and Augustine located the remains of an ancient city temple dating back to the 12th century. Yes, this is it. It has to be. I hadn't expected the information to pan out, but here it is. The satellite data was correct. For years, I have searched for it without success. Here, all along, clouded from us beneath the great ancient's insidious magic. I am very pleased with your performance, Dr. Lindsay. Very pleased. In fact, so pleased that I will give you an early bonus. God! You are a scholar, Dr. Lindsay, not a warrior. In that regard, I have several centuries more experience than you. Don't be a fool. Die quietly, and you will not suffer. You cannot escape me, Lindsay. This place will be your tomb. Just as it is Mantarox. Guardians of Zelikoth, kill him! Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Eternal Darkness. Ich guck mal eben schnell, was wir hier haben. Wir haben die Pistole, wir haben eine Flinte, wir haben einen Kukri. Die Fackel haben wir auch noch, aber ich glaube, die sind nicht so sonderlich gut. Ich weiß leider schon einiges über dieses Wesen. Wir können nicht speichern. Ja, und wir haben hier direkt, wir werden direkt am Anfang des Kapitels in einen Kampf mit einem Guardian von Xelotaph geworfen. Das Schlimme ist nämlich, wenn ihr uns damit trifft, dann sind wir betäubt und es wird ein Zauberspruch auf uns gelegt. Nein, ich glaube, er beschwört ein Tier. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber wir können ihn nur treffen, wenn er offen ist. Und glücklicherweise haben da zwei Schüsse gereicht. Den Finalschlag mache ich natürlich mit der Nahkampfwaffe. Ich weiß noch, wenn wir das rote Artefakt genommen hätten, weiß ich noch, dann wäre dieser Kampf schwer. Ich glaube, dann wären es sogar zwei gewesen. Zumindest kann ich mich erinnern, dass es mal zwei waren. So, ich möchte auf jeden Fall die hier noch nachladen. Jetzt muss es aber weiter. Krummel, 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 krummel. Nehmen. Nix. Einfach sicher zu gehen. Falls wir sie brauchen, dass er vollgeladen ist. Ich trinke mal eben einen Schluck. So. Und dann können wir eigentlich abhauen, oder? Lindsay hat momentan nicht die Absicht, den Tempel zu verlassen. Er will unter allen Umständen vor Paul Augustine das Artefakt in die Hände bekommen. Niemand kommt Edwin Lindsay in die Quere. Ich werde erstmal hier in den Raum und gucken,
Wir hatten ja eben schon in der Mitte so ein Untersuchungsfeld. Die Tür geht wahrscheinlich auf. Die Statue können wir ja. Die Statue einer sitzenden Gottheit. Eigentlich sollte sie Geschmeide um Hals und Hände tragen, aber es finden sich nur Zeichen der Abnutzung und Spuren von Bronzestaub. Ob ihr Schmuck von Grabräubern gestohlen wurde? Okay, die braucht also irgendwelche Bronze, Ringe, Armreife, was auch immer. Krone. So, hier ist irgendwo, ne? Hier am Rand ist doch eigentlich das Vieh rausgekommen. Da ist die Mauer gerade wieder zugegangen. Okay. Aber wir wissen... Hier mein Controller. Wir wissen von unserer Tänzerin von früher, wissen wir, dass wir da links und rechts raus können. Das ist natürlich, wie man sieht, der eindeutig der gleiche Tempel. Gucken wir mal, was das hier in der Mitte war. Sand oder so. Eine dicke Staubschicht verhüllt die Karren auf dem Boden. Okay, wir haben hier dieses komische Ding. Das ist nämlich eine Bürste. Die benutzen wir da mal. Und dann. Wir sind schließlich ein renommierter Archäologe. Und da legen wir einmal ein Gemälde frei und auch einen bronzenen Armreif. Ich kann das Gemälde auch mal angucken. Nur angucken, das war's. Hier sieht man also wieder nochmal die drei Götter mit Mentorok in der Mitte. Ich nenne sie jetzt mal Götter. Das sind ja eigentlich die Ancients, die Alten. Aber Bronze-Armreif, ganz klar. Einmal anlegen. Und schon geht die Tür auf, das Spielchen. Erwartet. Das müsste jetzt wieder dann einer von den Tag-Nacht-Räumen sein. Aber vorher kriegen wir noch das Turm für Turm Darkness. Und hier sehen wir jetzt nicht nur Pius Augustus und sie, sondern natürlich sind hier jetzt mehr Leute. Das Karim. Das hat mich angeguckt, deswegen kommt die unabbrechbare Animation. Das haben wir schon gehabt. Und jetzt neu. So, dann nehmen wir uns mal das Buch. Wir sind die nächste Statue. Das wissen wir als Spieler schon. Das war es natürlich. Witzig. Aber er bekommt sämtliche Erinnerungen, weil er jetzt den Turm gelesen hat und kann jetzt auch zaubern. Und da geht's schon los. Zombies, 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 Zombies. Die haben sich gegenseitig, weil die sich nicht ausstehen können. Ich würde gerne den Finalschlag machen, wenn ich das Ding untersuche. So, Finalschlag. So, haben wir also wieder das Nachtsymbol. Nein, ist das das Nachtsymbol? Nein, es ist der Sonnenuntergang. Und die Kerzen sind natürlich richtig eingestellt. Das hat die Tänzerin ja schließlich. Dann auch die Treppe. Ist für die Chopper-Prüfung geeignet. Ich nehme das noch nicht, falls dann wieder eine Falltür aufgeht. Und hier ist nichts. Ein Metallarmreif. Eine Bronze. Nein, wir fallen nicht runter. Anders als Ilia hieß sie, glaube ich. So. Gerade hinsetzen. Das tut dem Rücken gut. So, halt, ich nehme die Fackel in die Hand, weil jetzt sehe ich diese Bodenplatten besser. So, und da vibriert wieder mein Controller. Nicht um mir zu sagen, dass hier was ist, das weiß ich schon. Ich zeige es euch erstmal so. Wir haben hier ein Spinnennetz. Und immer wenn wir solche Spinnennetze sehen, ist das eine Stelle für unsere Bürste. Und das ist ein Kodex, nämlich der Tierkodex. Das steht für Beschwören. Summon. Da haben wir wieder ein. Jetzt sehe ich, das ist alles. Ich bin froh, dass wir nicht den kleinen Röhrenfernsehen immer für Münder oder gar ganze Köpfe gehalten. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach her und
Feld, was ihn schützt. So, dann machen wir natürlich das hier. Der steht da, der tut uns auch nichts. Von daher kümmern wir uns jetzt auch erstmal nicht um ihn. Dann geht jetzt mal weiter. Weiter. Ist der hier irgendwo? Ja. Wahrscheinlich, sobald wir die Halskette nehmen, hat der Handkräfte uns an. Die Bronzenhalskette ist ganz klar. Die muss dieser Göttin angelegt werden. So, jetzt sehen wir hier. Platten, die Fallen auslösen. Mitte durchzuschlängeln und dann sind wir wieder drin. So. Und dann legen wir ihr doch, ich kann nicht die Fackel auch einfach in der Hand lassen, legen wir ihr doch einfach eben die ganze Halskette um. So. Und machen damit die andere Wand auf. Sehr schön. Und damit geht auch diese Tür auf, diesmal komplett. Müssen wir nicht zwei Dinge tun, um die Tür aufzumachen. Aber wir gucken natürlich in den neuen Gang rein. Gut, das geht jetzt auch erstmal in den Raum. Da liegt eine. Die Steinstatue der Naga, einer Wassergottheit mit Schlangenköpfen, wacht in der Ecke des Raumes. Vor ihr befindet sich eine erhöhte Plattform, auf der ein Armreif liegt. Soll Lindsay den Armreif an sich nehmen? Yep. Ich muss eben mal kurz husten. Glücklicherweise hovert die Maus über dem Stummknopf. Dann trinke ich eben schnell nochmal was. Weil ich mich einfach immer stumm schalte, wenn eine Zwischensequenz kommt. So, da haben wir jetzt einen silbernen Armreif. Und sind eingestellt. Naja, okay, machen wir den Indiana Jones und legen den Metallreif. Das ist jetzt nicht sonderlich kompliziertes Rätsel. Das Einzige, was jetzt wieder gilt, ist, dass ich mir nicht merken kann, ob wir von da oder von da gekommen sind. Das heißt, ich gehe jetzt einfach auf die Kamera zu und gucke, was passiert. Das sieht tatsächlich genauso aus, wie das, wo wir kamen. Von der Kamerafahrt her. Von daher muss es hier weitergehen. Ja. Auf die Platte drücken wir nicht. Das können wir verpassen. Das ist ein Mentor-Zombie. Einfach platt. Eigentlich kann ich den Anschlag nicht machen, weil er brennt, aber mich würde interessieren, ob ich die Spinnenweben anzünden könnte. So. Der läuft jetzt wahrscheinlich. Der ist auf die Platte gelaufen. Der wehrt sich noch. Gut, dann können wir auch drauf. So, das will ich mal wissen. Können wir die Spinnen anziehen? Nein. Gut. So muss ich jetzt schon wieder Hustenreiz. Das gibt's ja nicht. Untersuchen, das ist der Dispel. Methlek. Der, sondern die Rune natürlich. Nicht der Dispel-Zauber, sondern die Dispel. Ach ja, jetzt weiß ich warum. Wir können damit eben. Na komm schon. Wir können damit diesen Schutzkreis, den der um sich hat, machen. Mal eben ein bisschen der Final schlagen. Nein, das will ich nicht. Ich will Final schlagen. Zu spät. Okay. Am Ende wäre es eh wurscht, denn wir können. Ich hab's auf die Schnelltaste gelegt. Uns am Heilen. Und auch unsere Geistesenergie wieder auffüllen.
So, viel besser. Das Mana lädt sich durch rumlaufen. Ja, sowieso. Linget können wir speichern. So, dritter Spielstand. Falls ihr euch wundert, wir sind beim zweiten, weil ich für jede Folge einen eigenen Spielstand anlege, falls die Aufnahme kaputt ist, kann ich das nochmal nachspielen im Zweifel. So, wobei ich dann immer erstmal gucke, dass ich die Twitch-Aufnahme nehme. Da habe ich vergessen, die Fackel zu verwenden und bin natürlich voll reingerannt. Das Ding schießt einfach so, ohne dass da eine Druckplatte ist. Sehr interessant. Jetzt ist aber hier jemand, der gleich. Diese Druckplatten sind etwas schwerer zu erkennen. Die sind vom Designer mit dem Boden verschmolzen. Aber das Schöne ist, dadurch, dass der Zombie da jetzt reingelaufen ist, hat der auch. Hat der auch den. Die Falle hier an der Stelle. Hier ist nochmal eine Statue. Im Schutz der Schatten wacht eine Statue über den Raum. Schon ein kurzer Blick zeigt, dass Spuren von Silber Unebenheiten an Hals- und Handgelenken hinterlassen haben. Ein deutliches Indiz dafür, dass hier der Zierrat fehlt. Schon ein silberner Armreif gefunden. Auf der anderen Seite sind wir hier ein Spinnweben. Ja, die Spinnen sind natürlich da, um was zu verbergen, weil die Spinnen gehen natürlich her. Ihr einziges Ziel ist, die Dinge zu verstecken. Die Realität ist natürlich, dass ihr einziges Ziel ist, kleine Panties zu fressen. Eine zerfledderte Papierrolle. Den Spruch Aufhebung, das ist genau der mit dem Dispel. Chaturga, Nethlek und Redwoman. Also aufheben heißt es jetzt im Deutschen und Dispel statt. Aufheben und Areal. Das können wir also nutzen, um das große Vieh dahin. So, dann haben wir Antenne, das wollte ich nicht. Und wir ziehen ihr den Silberreif an. Das hat jetzt nicht viel geholfen, aber es hieß ja auch am Hals auch noch. Also gehe ich davon aus, wir müssen auch noch das Ding am Hals finden. Das ist eine große, die kann ich gar nicht. Das hat mich die Pfeile angemacht. So. Und jetzt bin ich nicht direkt da, wo ich das nutze. Abgesehen davon machen wir, bereiten wir uns schon auf den Kampf vor. Und nutzen Dispel natürlich in der Ausrichtung Rot. Und man sieht, wie das Ganze zusammen. War ich da trotzdem total angespannt eben. Nix. Einmal wieder nachladen. Während der am Umfallen ist. Und dann direkt vorbereiten, dass wir den Nachschlag machen. Das. Und dahinter war die Halskette, die silberne. So. Dann können wir gerade wieder zurück. Jetzt ist das Problem, dass wir die Fallen unweigerlich aktivieren müssen. Aber die sind weit genug auseinander, dass wir sie durchlaufen können, wenn ich mich ein bisschen konzentriere. 1, 2. Das wird geschafft und hier können wir das Ding setzen. Also vielleicht gibt es hier Untersuchung steht. So. Und es geht auf der anderen Seite wieder auf. Dann speichern wir das auch mal ab. Ich habe hier wahrscheinlich wegen gefallen. Dann gehen wir erstmal durch. So. Ja, doch halt. Das ist die Waffe. Es ist für mich einfacher, den Kopf anzuvisieren und dann
anzugreifen, als das Licht an. So. Dann schauen wir mal, wie sie jetzt ausschaut und speichern. So, erstmal Treppe runter. Da unten ist schon diese das Zeugs und wir kriegen das ist jetzt eine, die wir glaube ich noch nicht kennen. So, das sparen wir uns mal. Aus dem einfachen Grund. Weil wir unsere Sanity im Zweifel abladen können. Und hier ist wieder so ein Vieh. Da ist ja der Schleim, der raus wollte. Anvisieren. Schießen und abhauen. Und da wurde begegnet. Jedes Mal, wenn er uns trifft, tut er das. Das ist jetzt nicht schlimm, das darf er gerne tun. Er ist platt. Da sind wir etwas langsam gewesen. Sag ich, das hilft jetzt sehr. Und dann eben ganz schnell einmal. Warum hat er die nicht sicher? Der wird hier durchgehauen, das habe ich jetzt nicht verstanden. Der ist schon ein wenig stärker als der, den wir am Anfang hatten. Das ist natürlich ultimativ. Nicht vor dem Besiegten schützt. So. Dann machen wir mal wieder Licht. Nein, nicht damit. So, nein. Wisst ihr was? Bevor ich Licht mache, lade ich nach. Das darf ich ja nur, wenn ich. Jetzt habe ich das Schwert in der Hand. Nehmen. Ich muss ein Stückchen langsamer machen. Mix. Und dann geht's hier hoch auf die Patronen. Fernkampfmunition ist in diesem Spiel immer eine Rarität. So. Und Licht. Jetzt ist auch da unten der grüne, der Nebel vom Grün nach Grau gewechselt. Das ist wohl ein Zeichen, von dem ich Sachen sehen kann. Ein Zeichen von dem Gegner. Hier ist wieder ein Unschild. Ja, die haben wir eingesammelt. Also nicht. Hier sind wieder Fallen, von daher gehe ich nochmal zurück. Ich will speichern können. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass das ein grüner Zombie ist. Das ist ein Ohr. Aber wir können froh sein, dass der da nicht draufgetreten ist. Das macht mir hier dieses Plättungsteil an. Und wir wollen ja nicht geplättet werden. Hier ganz perfide. Die Platten sind durch die Löcher der Messer unterbrochen. Sieht ja jetzt ganz viel. Ein Block, die ist mir nicht die Falle. Dankeschön. So, ich mach mal eben die Karte auf. Platte, die in der Wand eingelassen wurde. Es scheint, als könnte sie bewegt werden. Das ist die Platte gedrückt. Und hier eine Statue, die etwas Wertvolles festhält. Das ist wieder. Ich weiß gar nicht, ob es die gleiche Statue ist, die wir die ganze Zeit haben. Ich glaube, die Köpfe sind anders, aber die hält unten einen Armreif fest. Was haben wir hier?
Eine Statue aus gemeißeltem Granit, die einen Tempelwächter darstellt. Er bewacht die sitzende Gottheit, die sich in der Ecke des Raumes befindet. Ich stelle dann... Oh, ich hoffe, der ist nicht lebendig. Dreht sich schon mal zu uns um, okay. Aber rüber rennen und schnell nehmen. Das ist klar. So, ich will den Armreif. Das war kartentechnisch unterwegs. Nur damit ihr wisst, dass, wann ihr lachen müsst, wann ich es vergessen habe. Ja, Können wir nicht verhindern. Oh, das grün wieder so ein Viech an. Ah, okay, Giftgas. Sind drei Runen. Also ich meine, der Grund, warum ich mich in dem Giftgas aufhalte, ist, weil ich nicht zaubern kann. In der Wand ist ein Loch gerade groß genug, dass ein Hund hindurch passen würde. Und wenn wir dagegen rennen, tun wir uns weh. Das war tatsächlich gar nicht geplant, dass ich da. Aber hier hört das Gas auch schon wieder auf. Das hat jetzt mal wieder zu. Gut, das lief jetzt nicht sonderlich toll, aber theoretisch gesehen könnte ich jetzt auch einfach im Kreis rennen und meine magische Energie aufladen, bis ich wieder zaubern kann. Also bis ich wieder genug Energie habe, um mich weiter zu heilen. Ich versuche aber mal weiterzumachen. Wir gucken erstmal, wo es weitergeht. Also da passt ein Hund durch. Das war knapp. Das lässt sich nicht verhindern, also. Jetzt davon aus, dass die Dings das eine immer nur links und das andere nur rechts. Hier ist ein blaues Schutzschild mit einer Rune in der Mitte. Die wird da wahrscheinlich beschützt. Interessant, weil ich habe die ja schon, ne? Aber wir können jetzt hier mal hergehen und den Aufhebungszauber in. Na, was ist der Gegner von Blau? Naja, wenn es nicht rot ist, muss es wohl grün sein. Das hat er nicht lange gesprochen und deswegen haben wir jetzt. Aha! Verschwindet die Rune. Lasst mich raten. Oder ratet vielleicht auch mal selbst. Beziehungsweise, was glaubt ihr, wo die anderen beiden sind? Wenn ihr geraten habt, naja, oben links und oben rechts, dann habt ihr richtig geraten. Beziehungsweise, das ist auch mein. Das wäre auch meine Theorie, wenn ich es nicht schon wüsste. Neben der Statue befindet sich ein kleines Becken. Vielleicht ist es auch ein Taufstein. Neben dem Becken ist ein kugelförmiger Schalter angebracht, der auf einem steinernen Sockel sitzt. Soll Lindsay den Schalter betätigen? Guck mal. Da läuft jetzt hier so Wasser rein. Dieses Wasser riecht verdächtig nach starker Säure, die wahrscheinlich stark genug ist, um Metall aufzulösen. Und auch Fleisch, wenn Lindsay nicht vorsichtig ist. Das wieder ab. Das heißt, hier könnten wir irgendwie Metall auflösen. Hier hinten ist wieder dieses Gebiet, was wir vorher schon hatten, wo wir auch dieses Knistere hören, was sich wie Maschinerie anhört. Und wo wir die Platte drücken. Das Geknistere auf. Das hatten wir schon. Und das gehe ich auch davon aus, werden wir in allen vier Ecken haben. So, und bevor wir jetzt weitergehen, durch die nächsten. Und da hat es geklappt. Ah, das scheint. Das Geknister ist wieder da. Das scheint so zu sein, als wenn das ein zeitkritisches Ding ist. Gut, okay, die Platten sollten wir also dann in einem Run drücken, ohne Pause zwischendrin. Trotzdem mache ich jetzt für heute erstmal Schluss. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, hier spielt Eternal Darkness. Ciao, miau.